Mesdames et Messieurs, il y a 35 ans, quelques chefs d'État européens ont eu une idée visionnaire. Créer un réseau intergouvernemental d'aide à la recherche, au développement et à l'innovation. Cette vision fut baptisée Eureka. Et dans les semaines qui ont suivi sa création, Eureka s'est agrandie pour devenir un réseau durable entre une vingtaine d'États européens et la Commission européenne. Aujourd'hui, avec environ 100 membres venant d'Asie, d'Afrique, d'Amérique ainsi que d'Europe, Eureka, c'est le plus grand réseau intergouvernemental de recherche, développement et d'innovation au monde. Ladies and gentlemen, what was the idea 35 years ago and more important, what still is the idea, giving us the opportunity to celebrate 35 years of Eureka? The idea developed under a completely different global balance of power than ours today, developed in a world with completely different technologies than ours today. What is the idea today more valid than ever before? The idea is we have to be able to act fast, we have to be able to act flexibly, and we have to be able to act in close collaboration between SMEs, large companies, and political decision makers, bottom up and based on trust. And that's Eureka. We are fast, we are flexible, and we act based on trust. These are our guiding principles we use to address pressing issues like the corona pandemic, like digital autonomy or climate change. These are our guiding principles we use to deepen collaboration in our network, for example, with Western Balkans. And these principles are so appealing that they still attract new members, like Singapore recently. A warm welcome to Singapore. Welcome to the network. Meine Damen und Herren, für jeweils 12 Monate übernimmt ein Mitgliedsland in Eureka den Vorsitz, die Präsidentschaft. Bis Mitte diesen Jahres ist dies Österreich und ab Juli dann Portugal. Und unter anderen Bedingungen hätten wir uns in Wien in der Hofburg getroffen, in einem wunderbaren Rahmen für die 35-Jahr-Feier. Und dort hätten Sie dann auch das erleben können, was die Eureka-Idee mit Leben erfüllt. Das sind die Menschen, die für Eureka sich begeistern. Und das ist der direkte Kontakt dieser Menschen untereinander. Dieser direkte Kontakt ist der rote Faden, der uns durch das Labyrinth von Forschungsthemen und Rahmenbedingungen führt. Der direkte Kontakt von High-Level-Representatives, Ministern und Staatssekretären, von Kolleginnen und Kollegen in National Points of Contact, von den Kolleginnen und Kollegen in den Eureka-Clusterbüros aus der Industrie, von all denjenigen, die in Eureka-Projekten arbeiten und natürlich von uns hier im Eureka-Sekretariat in Brüssel. Zusammen mit Ihnen werden wir die ganze Woche bis einschließlich Freitag 35 Jahre Eureka feiern. Mit vielen hochkarätigen Beiträgen und interessanten Diskussionspunkten. Ich werde später darauf genauer eingehen. Ich freue mich nun sehr, Ihnen unsere ersten beiden Rednerinnen des heutigen Tages vorzustellen. Frau Dr. Henrietta Egert, Geschäftsführerin der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG. Sie ist unsere Gastgeberin. Gefolgt von einem Eröffnungsgrußwort von Frau Dr. Margarete Schramböck, der österreichischen Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Ladies and gentlemen, we have a reason to celebrate. 35 years ago, policymakers gathered to foster European competitiveness and integration and to encourage cooperation. The foundation of what became the world's biggest public network for international R&D cooperation, Eureka. Since its beginning, Eureka has expanded to include over 45 countries in Europe and beyond. Countries which share the same goals and have national funding available to organizations who apply through the Eureka programs. The Austrian Research Promotion Agency, Austria's national contact point for Eureka, is very pleased to host the current Eureka Chairmanship. Having the chairmanship, we focus on a new Eureka. That means future-oriented topics like the reshape of funding instruments,
and new global collaborations. On the other hand, we have the pleasure and the honor to set the stage for the anniversary of the network, which will provide you interesting inputs and thoughts about Eureka. Please enjoy that and the following inputs provided for you as part of the Eureka anniversary. Ladies and gentlemen, dear colleagues, dear members of the Eureka Network. Eureka is important for the future of our scientists. It's important for the future of research and development in Europe. It is such a strong network that has evolved over the last 35 years. Therefore, congratulations from my side to you for this special anniversary. It's not only about working inside one country, but it's about working together in a strong and big network. This network has been growing over the years, so it's important that we all contribute to this special organization. So Eureka has my full support. It has the full support of Austria. Vielen Dank, Frau Ministerin Schramböck, für Ihre inspirierenden Worte. Vielen Dank für den Ausblick auf mindestens weitere 35 erfolgreiche Jahre von Eureka. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen unseren nächsten Redner vorzustellen. Es ist Herr Staatssekretär Professor Lukas aus dem Deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung. Herr Professor Lukas ist ein Eureka-Mitglied der ersten Stunde. Er hat Eureka auf deutscher Seite vor 35 Jahren mitbegründet und Herr Staatssekretär Lukas ist über all die Jahre und Jahrzehnte hinweg ein starker Befürworter und starker Unterstützer von Eureka geblieben. Herr Staatssekretär Lukas. Ja, vielen Dank, herzlichen Dank für die freundlichen Einführungsworte. Sehr geehrte Frau Ministerin Schramböck, sehr geehrte Frau Kommissarin Gabriel, lieber Herr Dr. Schuh, meine sehr verehrten Damen und Herren. 35 Jahre Eureka, dies ist ein Grund zum Feiern. Eureka ist eine Erfolgsgeschichte und eine Geschichte, die wir fortsetzen wollen. Ein Jubiläum wie das heutige ist ein guter Grund zurückzublicken und ein guter Grund darüber nachzudenken, was müssen wir tun, dass Eureka auch in Zukunft weiterhin erfolgreich ist. Erlauben Sie mir den Blick zurück in die Vergangenheit. Mir fällt das leicht, weil ich 1985 ins Bundesministerium für Bildung und Forschung eingetreten bin. Und es gab ein großes Thema, das Thema war Eureka, oder anders übersetzt, es ging darum, die Frage, wie wir in Deutschland, wie wir in Europa, damals in der Europäischen Gemeinschaft, die Europäische Union gab es in der Form noch nicht, mithalten können im internationalen Wettbewerb, im internationalen Technologiewettbewerb. Die Zeit war ein bisschen anders als heute. Eine große aufstrebende Nation im Bereich der Hochtechnologie war Japan. Japan hatte schon in vielen Bereichen die Vereinigten Staaten überflügelt. Wir in Deutschland hatten Angst, abgehängt zu werden und wir waren in der damals Europäischen Gemeinschaft nicht allein. Die Europäische Union gab es noch nicht. In der Europäischen Gemeinschaft gab es schon erste Forschungsprogramme. Die finanzielle Ausstattung war gering und spielte nicht die Bedeutung, die heute die Forschungsprogramme der Europäischen Union eingenommen hat. Was tun, war damals die Frage. Und die Antwort war, wir brauchen Programme, die nicht von der Kommission in Brüssel entworfen werden, sondern die von der Industrie vorangetrieben wurden. Und es war die zweite Bedingung, wir wollten in den Technologiebereichen, ich habe einen genannt, der Mikroelektronik, das zweite war im Bereich der Produktion und noch einigen anderen Bereichen aufholen und in dem einen oder anderen Bereich versuchen zu überholen. Übrigens war es auch so, dass viele nicht daran glaubten, dass uns das gelingt. Wir haben es aber geschafft. In der Mikroelektronik hat sich Deutschland international, hat sich Europa international wieder etabliert. Es gibt Firmen in Europa, die aus Eureka entstanden sind,
die Nummer 1 in der Welt sind. Ich erwähne hier ASM Litho in den Niederlanden. Dieses Unternehmen ist Weltmarktführer in Lithografiesteppern. Diese Unternehmung würde nicht existieren ohne Eureka, würde nicht existieren ohne die Partner innerhalb der heutigen Europäischen Union. In der Mikroelektronik haben wir wieder führende Unternehmen und übrigens Japan hat seine führende Rolle in dem Bereich verloren. In der Produktion haben wir Industrie 4.0 erfunden und mittlerweile kommen Japaner, Chinesen und Amerikaner zu uns und fragen, in welche Richtung geht es in der Produktion weiter? Was sind eure Überlegungen zu Industrie 4.0? Das heißt, Eureka hat mehr bewirkt, als nur Forschungsergebnisse voranzubringen, sondern Eureka hat es auch geschafft, dass die Mitglieder von Eureka auch an Selbstbewusstsein gewonnen haben und eben es auch geschafft haben, den ein oder anderen Wettbewerber auch mal zu überrunden, zu übertreffen, auch mal die Position 1 einzunehmen und sich nicht mit dem dritten oder vierten Platz zufriedenzustellen. Dieser Spirit von Eureka, den brauchten wir damals und ich glaube, wir brauchen ihn heute erst recht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die USA sind heute sicher Technologieführer im Bereich der Digitalisierung. Aber sind sie da in dem Bereich alleine? China ist momentan das neue Japan, nur mit einem Unterschied. Sie haben über eine Milliarde Einwohner und ihr Bruttoinlandsprodukt übersteigt das Bruttoinlandsprodukt mittlerweile der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten. Dies ist eine ganz andere Herausforderung als die, die wir 1985 vor uns hatten. Sicher, die Vereinigten Staaten haben im Bereich der Suchmaschinen haben in vielen Bereichen Stärken entwickelt, die sie momentan zu einer relativ einmaligen Nation machen. Die Chinesen machen es ihnen nach. Und die Frage ist, wo bleibt die Rolle der anderen? Wo bleibt die Rolle der Europäer und der anderen Staaten, die sich diesen Wettbewerb stellen wollen? Ich glaube, dass die Antwort auf die Herausforderung des technologischen Wettbewerbs im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Quantentechnologie, im Bereich der Wasserstofftechnologie, aller dieser Technologien, die Antwort heißt Eureka. Nur ist Eureka die Antwort nicht die gleiche Antwort, die wir 1985 gegeben haben. Denn Eureka ist größer geworden. Es sind nicht ein paar europäische Länder, sondern es sind praktisch alle europäischen Länder mit ganz starken Partnern in der Welt. Eureka wäre nicht so stark ohne Kanada, ohne Israel, ohne Korea. Es waren kluge Köpfe, die nach der Zeit, nach der ersten Welle, sich Gedanken gemacht haben, wie entwickeln wir Eureka weiter. Und sie haben es gut und richtig gemacht. Sie sind nicht bei der kleinen, starken Truppe geblieben, sondern sie haben sich starke Partner gesucht. Wenn man sich nochmal die Zahlen anschaut, dann stellt man fest, dass die Wertschöpfung in den Eureka-Mitgliedstaaten liegt mit einem Vorsprung von etwa 6 Billionen Dollar über der Wertschöpfung von China. Aber der Abstand wird kleiner. Wenn man aber noch die assoziierten Staaten von Eureka mit hinzunimmt, hat sich unser Vorsprung zu China nahezu verdoppelt von 6 Billionen auf 11,2 Billionen Dollar. Das bedeutet, es gibt einen starken Partner, keine Volkswirtschaft, das ist Eureka nicht. Man kann darüber streiten, ob die Europäische Union eine Volkswirtschaft ist. Aber es gibt einen Zusammenschluss von Partnern, die in der technologischen Entwicklung, die im Bereich der Wertschöpfung mit den Vereinigten Staaten allemal, aber auch mit China, und zwar aus meiner Sicht
noch sehr, sehr lange mithalten können, vielleicht auch auf Dauer China vielleicht noch weiter überflügeln können und vielleicht den Abstand zu China auch noch weiter ausbauen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie mich heute fragen, was brauchen wir, um unsere technologische Souveränität in Europa zu erhalten, meine Antwort ist Eureka. Wenn Sie mich fragen, wie wir auch eine starke Technologieposition in der Welt einnehmen können, um nicht nur Technologien zu nutzen, nicht Dinge nur nachzuvollziehen, sondern selbst zu gestalten, ist meine Antwort Eureka. Und wenn Sie mich fragen, welche Organisation wir brauchen, dann brauchen wir eine flexible Organisation, eine agile Organisation. Das war Eureka bisher, das ist Eureka. Und wenn wir es richtig anstellen, dann bleibt das auch Eureka. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Fazit ist relativ simpel. Wenn es Eureka nicht schon gäbe, müssten wir Eureka jetzt erfinden. Europa braucht Eureka, Europa braucht starke Partner in der Welt. Eureka braucht immer auch eine gute Führung, eine starke Führung. Ich bedanke mich bei der österreichischen Präsidentschaft, dass sie Eureka wieder ein Stück vorangebracht hat, wieder ein Stück geführt hat in die richtige Richtung. Ich bedanke mich bei der österreichischen Präsidentschaft, dass sie das heute Treffen ermöglicht hat. Auch wenn es nicht in der Hofburg sein kann, ist es doch ein wichtiges Treffen, dass wir uns nochmal gemeinsam vergewissern, ob der Weg, auf den wir gehen, der richtige ist. Sie hinterlassen eine gut geführte Eureka-Organisation. Sie werden den Staffelstab als Präsidentschaft weiterreichen. Und ich bin sicher, dass wir gemeinsam mit den Mitgliedern, aber auch unseren assoziierten Partnern, den Weg in Eureka gemeinsam gehen. Und ich glaube, dass man in 35 Jahren zurückblicken wird und wird sagen, gut, dass die damals die richtigen Entscheidungen getroffen haben, Eureka nicht nur fortzusetzen, Eureka weiterzuentwickeln, dass sie den Mut hatten, auch in den Wettbewerb wieder einzusteigen. Ich hoffe, dass in 35 Jahren unsere Nachfolgerinnen und Nachfolger so stolz sind auf das Geleistete, wie wir stolz sind auf die letzten 35 Jahre. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Lukas, vielen Dank für Ihre persönlichen Worte. Indeed, Eureka is a crucial, integral part of the European and global innovation area, and it is an excellent instrument to align national strategies fast, flexibly and based on trust. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I'm very much looking forward to celebrating with you 35 years of Eureka during the upcoming 4 days. Thank you very much for today. Vielen Dank. Bon après-midi et à demain.